Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Oh oh, und wir werden angegriffen. Ich brauche irgendwas, was uns schützen tut. Am besten ihr kommt's mal, ne? Und so. Einfach mal hier hin. So, dann werden wir noch ein paar machen. Ja, okay, es fehlt an Gold. Wäh, was war das jetzt? So, da kriegt's alle neue Felder. Du auch. Nein, das da. So, ja. Stehen die... Ja, die haben die Burg natürlich zerstört, weil es viel zu viele von diesen Affen sind, ne? Mann, ey. Ich ziehe auf keinen Fall genügend Stein zusammen, um drei Burgen zu bauen, ne? Alter, ich könnte kotzen. Oh Gott. Ich könnte gerade echt narrisch werden. Was nun? Was nun? Tja. Das ist echt scheiße gelaufen. Jetzt habe ich nicht genügend Steine. Auf sie mit Gebrüll. Kommt, ein Chevalier, der gehört an uns. Ich bin gerade sprachlos, es tut mir leid. Jetzt kommt er mit dem Bekehren nicht zusammen, oder was? Das ist gestorben. Super! Das habt ihr aber fein gemacht, ihr Trottel. Haut's ab. Sammelt euch hier. Es ist echt ärgerlich ein bisschen. So ein Mist. Zaza. Ja. Oder. Das ist scheiße, echt. Ja, ich bin sprachlos. Was machen wir nur? Ich werde Essen verkaufen und versuchen, so Steine zu kaufen. Boah, tut das weh. Alter Schwede. Einmal müssen wir noch einkaufen. Das ist echt schier. Ein kleiner Moment. Da musste ich gerade husten. Tut leid. Du könntest ja einen so einen Typi übernehmen. So ist fein. Ja, was mache ich mit euch, Hampelmännern? Ich weiß es nicht. Repariert jetzt mal die Brücke. Ja. So, ja. So, bitte neue Felder für euch. Ja, ich bin gleich Depri. Was soll ich denn machen? Meh. Ja, meh, Muma. Ja, scheiße. Das habe ich mir anders vorgestellt. Naja, was mache ich mit euch jetzt eigentlich?
Die haben ja nichts mehr. Die haben ja alles weggewirtschaftet. Wir können jetzt theoretisch hier Holz hacken. Oder. Ich schau mal da ein bisschen nach. Vielleicht gibt es irgendwo noch Steine oder so. Das wäre mir ganz lieb. Ein bisschen aufteilen, dass man mehr erkundet. Schauen wir mal. Ah, da haben wir Gold. Das ist ja schon mal was. Vielleicht kann man noch, also haben wir irgendwo noch Steinchen. Oh yeah. Jackpot, Baby. Jackpot. Wo seid ihr? Kommt's nachher. So, ja. Bei der Tochtchen. Jetzt hätte ich den Mittags platzieren können, ich Trottel. Wartet mal. So, ja. Dann können beide profitieren. Nein, kein Holz. Ich will... Alter, den da. So ungefähr. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Einmal drumherum schauen wir uns um. Tralala, tralali, tralala. Da unten ist dann quasi nichts mehr, ne? Nope. Passt, dann gehen wir wieder daher zurück. So, bitte sammeln. Sehr schön, ihr macht's hier bitte. Steinchen. Wir bin weit zum Hatschen, ich weiß, aber was Holz. Wir brauchen eh noch ein paar, damit wir eine Burg noch bauen können. Und dann passt das schon. Bam bam bam. Bam 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 bam. So, da bauen wir ein paar Bogenschützen tun wir da bauen tun. Halt, die werden angegriffen. Ah, das schafft die Burg nochmal schon. Ja, ja, die schaffen das schon. Alter Schwede. Boom, Kachanga. Und weg sind sie. Es war recht gut, dass wir die beiden nebeneinander hingestellt haben. Vielleicht wäre es doch gut, hier eine Wand dann aufzubauen, dass wir hier ein bisschen Schutz haben. Dann, da, 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 da. Könnt ihr eigentlich noch was lernen, was Gescheites? Schaden an Gebäude? Nee, nicht wirklich. Oh, 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 oh. Gleich ist soweit, glaube ich. 650 Steine. Gleich können wir die Burg bauen. Ich hoffe, das passt auch so mit der Markierung und so. Wahrscheinlich bin ich falsch. Wahrscheinlich hätte ich jetzt hierher gemusst oder so. Was weiß ich. Wahrscheinlich eine hätte hier gehört, eine hier und eine da, oder wie? Mal schauen. Mal schauen, ob es passend tut. Bling, blang, blang, bloing. So, gleich ist soweit. Gleich jetzt. Ja. Den Stützpunkt bauen wir woanders hin. So, also den Erschaffungspunkt. Super, kannst du eigentlich auch gleich mithelfen? Auch schon bestimmt. Der hat's nicht geschafft. Bam, bam, barabam, bam. Bam, barabam. Bam, barabam. Bam, barabam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Soja. Naja, der wird fleißigst gewirkt. So ist schön. So, der Chevalier ist da. Den bringen wir jetzt auch darauf. Da kommt der nächste Hampelmann. Gut, Arbeitssuche ist niemand. Das ist sehr schön. Wir haben aber auch schon wieder sehr viel Essen. Sehr viel Holz. So. Was wir auch auf jeden Fall brauchen, vielleicht, eventuell, kann ich mir vorstellen, sind Drehböcke. Herr Gedei, mein Gebieter, ja. Wir haben die Befestigung fertiggestellt. Wir können nun dem Angriff von König Wenzel und seinen böhmischen Rittern trotzen. Schön.
Waren das denn die Grünen, die Böhmen? Ich hoffe schon. So, vielleicht. Ja, dann geht halt nur ein Drehbock. Meine Güte, echt. Was für ein Drama. Timo. Steinchen. Brav. Ich will ein paar Steinchen haben. Dann kann ich hier noch eine Wand aufbauen. Oder hier irgendwie. Dass die Burgen da noch schön Schaden machen können. Vielleicht sogar vorschlagen. Sollen wir den Deppen aufstellen lassen? Schau mal. Bist du ein Böhmer? Nein, das sind die Deutschen. Rot ist Deutsch, okay. Grün sind Böhmen, alles klar. Dann würde ich sagen, wir bauen, also wir brauchen sicher 2 oder 3 Drehböcke. Die haben wir eh schon da. Jo. Vielleicht packst du dich wieder zusammen. Ist besser vielleicht. Weil wir ja bald die Gegner angreifen tun. So. Den stellen wir dahin. Feld abgeerntet. Yes, ist nah. Wartet, kriegt schon Neues. Kriegt schon neue. So, bitteschön, bitte sehr und bitteschön. Und dann würde ich sagen, Drehbock ist fertig. Ja. Dann würde ich sagen, ein paar Kamelzerchen werden wir auch noch brauchen. Bam. Vielleicht sollt ihr damit aufhören, lieber Gold derweil machen. Das wäre hervorragend, dass wir hier eine kleine Armee aufbauen können. Das wäre super bon. Supi, supi, supi. Wir könnten aber... Nein, ich weiß nicht, ich traue mich nicht vortasten. Das ist, wenn uns die wieder überrennen, so schier wie vorher. Wow. Wir haben jetzt schon ein paar Kamelreiter lieber, ehrlich gesagt. Jawohl. Jawohl, die fallen über das Gold her. So ist schön. 2, 4, 6 Leute fallen über das Gold her. So muss das ausschauen. Die Ziele haben sich geändert. Warum? Ja. Bam, bam, bam. Wir können auch gleich wieder Ressourcen verkaufen. Weg damit. Verkaufen tun wir's. Ah, da könnten wir aber auch, wartet, wenn wir schon da einen Stützpunkt haben. Attacke, Alter. Weg mit dem Dreck. Wenn wir schon also 3 Burgen haben, wäre es auch schön, wenn wir hier ein bisschen unsere Armeen noch, Armeegebäude noch ein bisschen hier. Na, wird hier jetzt dann mal angreifen? Die komischen. Passt. Der Mönch hat wieder was zu tun. Ja. Also, würde ich sagen, die sammeln noch Holz. Ich schnapp mir da ein paar von euch. Ihr baut mir hier hin. Einmal. Einmal. Ja, überlegen. Ne? Ich muss mein Hirn arbeiten immer so viel. So, da kommt der Stall hin. Ihr rollt es einmal weg. Meine Nase juckt. Nicht gut. Dann können wir brauchen. Also wir haben den Stall und einen Belagerungsding können wir brauchen. So circa in etwa, würde ich sagen. Vielleicht da so hin. Dann brauchen wir noch was. Meh, passt eigentlich. Burgen haben wir ja genug. Tja. Die machen brav weiter mit dem Gold und so. Das ist sehr schön.
Ja, da können wir noch ein paar von euch erstellen. So. Perfekto. So. Und so. Und ihr geht's wieder arbeiten. Bitteschön. Oh, halt schön. Da fehlt doch einer. Wo ist der eine? Da. Oh, halt schön. Passt. Mogachan. So, da la, da können wir hier schon einen Kamelreiter bauen tun. Oh yeah. Und da kommen sie dann schon angestiefelt. Ja, lauft's mal los. Oh, alter Schwede. So. Und so. Ja, die Chevaliers kommen, du. Hervorragend. Wie haha. Na schön. Dann ruppen wir hier, also dann bauen wir hier unsere kleine Armee zusammen. Und wenn und werden dann, ja, ich würde sagen, die Grünen werden wir dann wegklatschen probieren. Und dann gehen wir zu den Deutschen. Also zuerst die Böhmen, dann die Deutschen. Jo, die Deutschen. Die lieben, lieben Nachbarn. Schreien die Kamele durch die Gegend, wunderprächtig. Bitte schön dort sammeln. Immer schön auf die Felder laufen, so muss das ausschauen. Ja, das ist mit Absicht so, weil die Kamele und die Pferde, das weiß man ja, die haben super tollen Dünger. Und wenn die über die Felder laufen, das hat deshalb den Grund, dass sie nebenher gleich sich erleichtern können und somit die Felder mehr Ertrag geben, durch den Dünger, den sie bekommen haben. Ja, das ist so. Ich schwöre. Ein Chevalier noch, dann können wir die da eine Pause gönnen. Na hopp, 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 entwickel dich. So, ja. Perfekt. Dann Gold haben wir schon ein bisschen Nachschub bekommen. Das heißt, wir werden noch hier ein paar Elite-Mangudais bauen. Ja, und ansonsten fehlt uns schon wieder ein Gold. Bäh, ich will auch nichts verkaufen, weil da kriegt man ja nichts mehr. So gut, also so viel. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. So, ja. Wie gesagt, mir gefällt diese Einheit hier am besten. Schönes schwarzes Pferdchen. Schönes Zaumzeug. Gefällt mir gut. Ich sollte den vielleicht hier hin. So. Vielleicht packt sie euch schon mal ein. Ja, da haben wir jetzt insgesamt 3 Rammböcke, 2 Drehböcke. Müsste, glaube ich, dann passen. Ich hoffe halt, dass es passt. Schöner Mischmasch und dann gehen wir die Grünen an. Im nächsten Part auch wahrscheinlich erst. Weil der hier war ja schon wieder mit Aufbau der Armee. Ja. Bedient. Sehr schön. Inzwischen kann das Gold wieder sich ein bisschen erholen. Wie geht's euch da unten? Ja, ihr habt halt weit zum Hatschen, ne? Ich glaube, die Deutschen wollen es wissen, oder? Stellt euch mal so auf. Vielleicht bekommt sie Angst und sie laufen weg. Nein, leider nicht. Alter, mein armer Kamelreiter. Der nächste fällt tot um. Weg mit diesen komischen Einheiten da. Und weg sind sie, jawohl. Yay, da hat der Mönch ganz schön was zu tun. Ich werde auch gleich einen zweiten bestellen.
Ja, da gibt man eine Bestellung auf mittlerweile. So, und der Part ist ja auch zu Ende. Dann würde ich vorschlagen tun, dass wir im nächsten Part uns die Grünen vorknöpfen. Und dann einfach zu den Deutschen marschieren. Ich glaube, das hört sich nach einem vernünftigen Plan an. Und ich denke, der wird uns auch dann zum Sieg verhelfen. Also, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!